Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die CCM-Produktion an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Andreas K85, gibt es nur für PC/Mac. Ihr benötigt, um diesen Mod hier spielen zu können, zwingend den Mais Plus Mod, beziehungsweise das Mais Plus Skript, ist aber auch beim Download mit auf der Seite verlinkt. Sonst funktioniert das Ganze nicht und somit ist es auch erklärbar, warum nur für PC/Mac. So oder so, die Produktion bekommt ihr im Baumenü unter Produktionen. Und ganz hinten habt ihr sie, die CCM-Produktion. 25.000 Euro kostet euch das gute Stück in der Platzierung. Unterhalt 50 Euro am Tag. Kosten pro Stunde ebenfalls 50 Euro. Wunderbar. Könnt ihr überall platzieren, wo ihr es hinhaben wollt. Ich habe es jetzt einfach mal zur Demonstration hier hingeklatscht. Ne? Und schauen wir uns das Ganze mal an. Blizzard CCM Master. Wie es der Name schon sagt, daraus macht ihr CCM, also sprich aus Mais CCM, also Maismehl oder was da auch immer der offizielle Fachrichtungsbezeichnungsgedöns Master ist. Prinzipiell haben wir hier ein kleines Automat bzw. ein kleines Gerät. Was die Texturqualität angeht, ihr seht schon hier Lizard CCM Master, das ist jetzt nicht die krasseste Qualität. Ne? Man sieht das breit und pixelt hier schon ordentlich vor sich hin. Wenn man jetzt hier so davor steht, ist es alles easy. Sobald man ein bisschen näher kommt, was hier mehr oder weniger zwingendermaßen erforderlich ist, sieht man es allerdings hier, dass das alles so ein bisschen rumpixelt oder rumbreit. Ist jetzt nicht so melodramatisch, fällt aber durchaus schon auf im Vergleich zu anderen Mods. Deswegen mal hier kurzerhand erwähnt. Ansonsten haben wir hier hinten den Input. Dann haben wir hier einmal die Steuerung. Und hier haben wir einmal den Output. Und ihr seht schon, das ist jetzt so von der Höhe her gesehen alles gar nicht so groß, sodass hier eigentlich Hand- bzw. Schaufelbetrieb angesagt ist. Ich werde jetzt aber in meiner Demo das Ganze hier über einen Anhänger machen, werde aber hier das Ganze über eine Schaufel mit rausholen. Ansonsten ist der Gerät hier durchaus alles wunderschön. Ne, das hier oben, ne, da gibt es zum Beispiel texturtechnisch gar nichts anzumeckern. Dann haben wir hier einmal das Förderband in dem Falle. Ne, auch alles gut. Kollision haben wir überall mit dabei. Ne, man klitscht nirgendwo durch, so wie es am Ende des Tages sein soll. Von daher ist das texturtechnisch gesehen, bis auf hier die Deagles, ne, soweit auch mehr als I.O. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität generell. Dafür schauen wir uns die Produktionsketten an. Wir haben nur eine Produktionskette und das ist halt Mais. 2880 Zyklen im Monat bei 1200 Euro Produktionskosten im Monat. Input haben wir Mais 15.000 Liter und dieses Luprosil, wenn man so ausspricht, 1000 Liter, also diese Flüssigkeit. Das bekommt ihr wiederum im Das bekommt ihr wiederum im Shop einmal mit dazugesandt. Ne? Also einmal hier im Mods und DLCs, weil ihr den Mais Plus halt mit drin habt. Ne? Und dann einfach hier ein bisschen hin und her scrollen in der ganzen Geschichte oder halt noch einfacher über hier die Palettengeschichte und bla. Dann kommt ihr auch im Endeffekt drauf und habt dann hier neben den gefilterten Wasser und alles, was halt zum Mais Plus mit dazugehört, dann halt auch mit dabei. Ne? Das füllt ihr dann hier einmal auf und bekommt am Ende hier Maiskornschrot 20.000 Liter raus. Rezept, 1000 Mais rein, 7 von dieser Flüssigkeit sind 1300 Maiskornschrot. Ne? So weit, so klassisch, so schön. So, hier hinten haben wir, wie gesagt, den Input. Den können wir uns dann hier einmal mit anschauen. Dafür bewegen wir uns einmal hier rückwärts. Der Trigger ist relativ groß, sodass wir das auch einfach hier abkippen können. 15.000 Liter passen rein, 18,5 haben wir jetzt hier drin. Also kein Problem, ihr könnt das Ganze aber auch hier mit einer Schaufel beladen, um direkt zum Beispiel in diesen Korb da halt mit reinzukommen, ist alles jetzt weniger das Problem. Und sobald das Ganze hier einmal erledigt ist, beziehungsweise aufgefüllt ist und hier voll ist, können wir das Ganze hier starten. Na, dann hört ihr auch schon so einen kleinen Arbeitssound haben wir da mit dabei, aber jetzt qualmt hier nichts großartig irgendwas raus oder sonst was, ne? Sondern das läuft jetzt erstmal. Soweit, so schick, so schön. So, das können wir jetzt einmal dementsprechend hier durchrattern lassen, mit einer etwas höheren Geschwindigkeit. Und sofern wir das Ganze hier sehen, seht ihr auch schon, bam, ist dann auch schon einmal durch. Also die Produktionszeit, ne, wie das Ganze hier braucht, ist sehr, sehr schnell bei 2880 Zyklen. Ne, soweit so normal, beziehungsweise scheinbar normal, bin jetzt kein Mathe-Profi. Den Maiskornschrot können wir jetzt hier auf der anderen Seite wiederum rausholen. Das ist natürlich jetzt mit Trailern und so alles ein bisschen blöd, deswegen jetzt hier mal mit als Schaufel dazu gesehen. Ihr seht, ich kann jetzt hier hingehen, kann jetzt einmal hier die Taste R drücken und kann mir das Ganze hier mit rausholen. Ne. Es ist auch an sich möglich, ebenfalls in der Theorie, zeige ich euch jetzt hier auch einmal,
Da, ne, Motor anlassen. Da gebe ich gerade mal noch hier den Rest nochmal aus, dass man das Ganze über einen Trailer regeln kann, da wir ja hier die R-Tastenfunktion logischerweise mit haben. Aber, oder was ist aber, es ist halt vom Spielstil ein bisschen abhängig, ob man da nun ein Fan davon ist oder nicht, aber man muss halt hier an den Trigger so ungefähr ran, dann kann man R drücken und dann seht ihr, fällt das theoretisch auf den Boden, geht aber ja trotzdem in den Trailer halt rein, weil es halt über den Trigger halt ist, ne? Also könnt ihr theoretisch gesehen machen. Optisch schöner sieht es natürlich so aus, wie ich es jetzt hier mit den Scorpion halt gemacht habe, ne? Also von daher, ja, aber beides theoretisch gesehen möglich. Und dadurch, dass ihr den Mais Plus Mod Skript da mit drin habt, ist das natürlich auch alles hier so mit integriert, ne, in eurer Map, je nachdem. Und ihr könnt das Ganze dann natürlich auch verkaufen. So ist es ja jetzt nicht, ne? So braucht ihr da keine zusätzlichen Verkaufsstellen oder Mods noch extra mit dazu. Das lübt soweit alles, wie es halt lübt. Soweit, so normal. Ihr habt es vielleicht gerade eben hier schon im Log gesehen, diese Lua Error Call Stacks. Ihr seht, das kommt von Info Display Extension. Heute ist Patch Day gewesen, das heißt, das Skript funktioniert mit dem Patch scheinbar mal wieder nicht. Und somit kommt da hier diese wunderschöne Geschichte dazu. Das könnt ihr aber ignorieren, weil ihr seht, wenn ich jetzt hier mal Clear mache, na, und gehe jetzt hier zum Beispiel an der Gerät wieder dran, kommt das einfach und spammt es halt, weil er es nicht anzeigen kann. Der CCM-Master aber selber ist logfehlerfrei. Ne? Ich habe nur dieses Info-Dings immer mit dabei, um es besser zu sehen. Macht aber Fehler, deswegen könnt ihr das ignorieren. Der Mod selber logfehlerfrei. Aber davon vorweg gesagt, wer mit diesen Info-Extension hier lübt, braucht er momentan nicht. Ist eher schwierig. Deswegen, ansonsten schöne Sache, Log sauber, wir reden von 3 MB, könnt ihr also auch absolut keine Fehler damit machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.